Altersrente oder EM-Rente? Verfällt mein Urlaubsanspruch? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Richtungsweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für deutsche Arbeitnehmer und auch Erwerbsminderungsrentner. Wer viel arbeitet, kann oft keinen Urlaub nehmen. Oder Urlaub machen. Spätestens nach 3 Jahren verjährt der Urlaubsanspruch. Die Verjährung soll den Arbeitgeber vor Zahlungsansprüchen seines Arbeitnehmers schützen, der seinen Urlaub nicht genommen hat. Das gilt aber dann nicht, so der Europäische Gerichtshof, wenn der Arbeitgeber selbst keine Vorkehrung getroffen hat, dass der Arbeitnehmer solche verspäteten Anträge auf Urlaub oder Urlaubsabgeltung gestellt hat. Daher hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mit den auf den möglichen Verfall oder Verjährung der Urlaubsansprüche hinzuweisen und zu sagen, hier komm, nimm bitte deinen Urlaub oder mache deine Urlaubsansprüche geltend. Diese Hinweispflicht gilt auch für Urlaubsansprüche bei längerer Krankheit. Wer als Arbeitnehmer wegen längerer Krankheit erwerbsgemindert ist oder längere Zeit arbeitsunfähig ist, kann keinen Urlaub in Natur nehmen. Das heißt also, er kann nicht an die Ostsee fahren und Urlaub machen. Dann hat er Anspruch auf Zahlung eines sogenannten Abgeltungsanspruchs und dieser Anspruch verfällt aber nach deutschem Recht nach 15 Kalendermonaten. Der Verfall der Urlaubsabgeltung wegen Krankheit nach 15 Kalendermonaten gilt aber nicht für die Urlaubsansprüche, in denen der Angestellte vor oder nach seiner Krankheit noch tatsächlich gearbeitet hat. Der Arbeitgeber ist auch in diesen Fällen verpflichtet, seinen Arbeitnehmer auf den drohenden Verfall hinzuweisen und notwendige Vorkehrungen zu treffen. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte deutscher Arbeitnehmer und auch nachfolgend Rentner deutlich gestärkt, die Urlaub wegen Krankheit oder Arbeitsüberlastung nicht nehmen konnten. Wir sagen ein gutes und auch ein richtungsweisendes Urteil. Mal sehen, was das Bundesarbeitsgericht in den nächsten Entscheidungen aus dieser höchstrichterlichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs machen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.